Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir sind auf dem Weg zu 1400 Abonnenten. Vielen lieben Dank, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und ihr mich supporten wollt, lasst mir gerne ein Abo da, damit würdet ihr mich riesig supporten. Und wir kommen heute zum Turm der Prüfungen Stockwerk 5. Eigentlich wollte ich den gestern schon machen, aber ich hatte gestern meinen Impftermin und war danach irgendwie ja... Also mir ging es nicht schlecht, aber ich war ziemlich müde, habe irgendwie den ganzen Tag geschlafen. Und ja, bei diesem Turm der Prüfungen ist das einzig Wichtige, was wir beachten müssen, dass wir ein Team aus einer Rasse benutzen. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel das unbekannte Rassenteam aufgestellt. Das könnt ihr mit dem machen. Ihr könnt aber auch ein Engelteam benutzen, zum Beispiel aus Sariel, Tamiel, Göttin Elisabeth und hinten drin Ludusiel. Oder ihr könnt ein Menschenteam verwenden mit dem grünen Escanor oder dem oder The One oder dem grünen Arthur, der euren Schaden um 40% pusht, dem neuen Purgatory-Bahn, hinten Deathpierce. Das geht alles. Solange ihr eine Rasse benutzt, funktioniert das. Der Gegner ist nicht sehr schwer. Wieso ich mich für das unbekannte Rassenteam entschieden habe, ist einfach der Grund, dass der linke Ad, der neben Escanor steht, der tankierste von allen ist. Also der ist am schwersten down zu bekommen, nach dem, was ich gesehen habe. Und deswegen würde ich gerne eine grüne Unit benutzen, da er blau ist, um ihn möglichst schnell down zu hauen. Das heißt, ja, denke das Engelteam, also mit den Engeln. Sariel ist rot, der wird ewig lange brauchen, ihn zu besiegen. Deswegen würde ich eher den grünen Escanor oder The One in dem Menschenteam bevorzugen, mit dem grünen Arthur, der auch einen Schaden um 40% pusht. Und ja, da würde ich sagen, ihr könnt natürlich auch gerne das PvP-Team von euch benutzen, indem ihr den neuen Purgatory-Bahn, den roten Arthur, dann euch The One reinstellt und hinten Deathpierce zum Beispiel. Das würde auch funktionieren. Natürlich könnt ihr Deathpierce auch durch Twigo ersetzen. Twigo ist auch ein Mensch, aber mit Twigo pusht ihr nur eure HP. Ich denke mal, das wäre wichtiger für PvP. Also wie gesagt, der Turm der Prüfungsstockwerk 5 ist an sich nicht schwer. Ihr braucht nur ein Monorassenteam, das heißt ein Team, was nur aus einer Rasse besteht. Dann sollte das Ganze überhaupt kein Problem sein. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze einfach mal. Als Belohnung gibt es hier 30 Ausrüstungsgravursteine, was natürlich mega nice ist, da man ja jetzt wieder neue Charaktere hat, für die man einen UR-Gear braucht. Für Bahn sind es 60 UR-Steine und natürlich, wenn ihr Bahn in PvP spielt, wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich mit Twigo zusammen. Beide ein HP-Dev-Set, Bahn eher ein HP-Crit-Schaden-Set, Twigo aber ein HP-Dev-Set sind nochmal 60 UR-Steine. Das heißt, im schlechtesten Fall, wenn man das Bahn-Gear noch nicht gemacht hat, bräuchte man jetzt 120 UR-Steine, also Ausrüstungsgravursteine. Und da würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, habe es mir nur mal angeschaut, habe mir meine Meinung darüber gebildet. Ihr habt euch ein bisschen mehr Teamkompositionen gewünscht. Ich habe euch gesagt, was ihr alles spielen könnt. Ihr könnt es mit allem mal ausprobieren, falls ihr es nicht schafft. Aber wie gesagt, diese Stage ist nicht sonderlich schwer. Wenn ihr die vier davor geschafft habt, werdet ihr die auch locker schaffen. Unsere Ult ist versiegelt, das heißt, mit Ults können wir hier nicht arbeiten. Greif schon mal den linken Ad an und einen AOE-Schaden. Mit den ganzen AOE-Fertigkeiten könnt ihr übrigens Escanor easy weghauen, bevor ihr die Ads weg habt, so gefühlt. Okay, Merlin macht hier anscheinend sehr viel Schaden. Ja, okay. Ja, so einfach hatte ich es jetzt nicht gesehen. Also mit dem Erzengel-Team scheint es deutlich schwerer zu sein. Aber ich denke mal, der blaue Ed hat eine sehr, sehr, sehr hohe Resistenz, aber normalerweise dürfte Sariel da auch extra Damage machen. Dass mein Team jetzt hier so viel Damage macht, damit habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Buffs können wir hier eh nicht sammeln. Da wir unsere Ult eh nicht füllen können, können wir hier für Rem keine Buffs sammeln. Weil ich denke mal, das war es jetzt eh schon. Ja. Zwei Runden hat es gedauert. Ich habe eher damit gerechnet, es wird schon 5, 6, 7 Runden dauern. Aber ja,
Die Stage ist nicht sehr schwer, wie gesagt, einfach nur Mono, eine Rasse reinstellen, am besten welche mit AOE-Schaden, wie ich jetzt hier die Merlin reingestellt habe. Rem hat AOE-Schaden, Gopher hätte AOE-Schaden, den haben wir gar nicht erst gebraucht. Wie gesagt, geht natürlich auch, wenn ihr Zariel, Tamiel, Göttin Elisabeth und Ludusiel benutzt oder halt ein Team aus Menschen, was natürlich auch sehr effektiv ist mit The One oder dem grünen Escanor. Dann, was ihr halt immer an Menschen zur Verfügung habt, wofür ihr schon ein UR-Gear habt, könnt ihr da reinstellen und könnt den Gegner dann so downhauen. Mit AOE-Schaden habt ihr halt, den Vorteil, dass ihr Escanor in der Mitte schon wahrscheinlich, bevor ihr die zwei Adds an den Seiten killt, gekillt habt. Und ja, das war's schon mit dem Turm der Prüfung Stockwerk 5. Ich habe gedacht, das Ganze dauert ein bisschen länger down zu hauen. Aber ja, Merlin bei mir hat ja auch knapp 19.000 Angriff. Das heißt, ja, es ist eigentlich nicht normal, dass man das, glaube ich, in zwei Runden macht. Das heißt, wenn ihr ein paar Runden länger braucht, wie gesagt, der Schaden von denen ist nicht allzu immens. Ihr könnt euch sehr gut gegenheilen mit euren Angriffen, indem ihr viel Schaden macht. Und dann denke ich, sollte jeder, der hier diese Stockwerke geschafft hat, schafft auch locker Stockwerk 5. Man muss halt nur wissen, dass man ein Team aus einer Rasse benutzt. Dann soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.